Eins. Schon wieder eine Eins. Es muss am Würfel liegen. Der Würfel mag mich nicht. Kein Wunder. Der mag ja auch mich. Auweia, das tut weh. Moment, Moment. Ich darf noch mal. Ich hatte eine Sechs. Ah, gewonnen. Ich habe heute eine richtige Glückssträhne. Nochmal, Revanche. Aber nein, Herr Lustig, ich habe keine Lust mehr. Außerdem bin ich schrecklich müde. Immer wenn ich mal gewinnen will, sind Sie furchtbar müde. Ich bin aber müde. Sie sind eine richtige Schlafmütze. Oh. Ja, ich meine, man schläft doch viel zu viel heutzutage, nicht? Früher sind die Leute mit den Hühnern aufgestanden, ja. Sehe ich aus wie ein Huhn? Ich will auch gar kein Huhn sein. Und wenn Sie schon Menschen mit Tieren vergleichen, was sagen Sie dann zu den Fledermäusen? Eine Fledermaus, Herr Lustig, schläft 20 Stunden am Tag. 20. Und was ist mit dem Siebenschläfer und mit dem Igel? Ein Igel schläft 18 Stunden. Ja. Und wissen Sie denn, wie alt so ein Igel wird? 6 Jahre nur. Dagegen ein Pferd, das nur 2 oder 3 Stunden schläft pro Tag. Nicht? Wie alt wird wohl so ein Pferd? Was meinen Sie? 10 Jahre oder so. 50 Jahre. Was sagen Sie jetzt? Ob lang oder kurz, schlafen müssen wir jedenfalls alle. Gute Nacht, Herr Lustig. Warum müssen wir eigentlich schlafen? Jede Nacht 8 Stunden. Das sind, Moment mal, das ist ein Drittel unseres Lebens. Hm? Wenn ich, sagen wir mal, 75 Jahre alt werde, dann sind das 25 Jahre. 25 Jahre lang tun wir nichts anderes als im Bett liegen und schlafen. Das ist doch ein Skandal. Das mache ich nicht mehr mit. Ab heute wird nicht mehr geschlafen. Wie bitte? Sagen Sie das nochmal. Ab heute wird nicht mehr geschlafen. Naja, wir werden ja sehen, was Sie davon haben. Ich jedenfalls. Ich gehe jetzt in mein Bett. Und da schlafe ich wie, jawohl, wie ein Murmeltier. Gute Nacht, Herr Lustig. Na und? Dann schläft er eben wie ein Murmeltier. Obwohl, so schläfrig sind die gar nicht. Ich glaube, das ist ein Gerücht. Die sind doch putzmunter. Müssen wahrscheinlich gar nicht schlafen. Löwen auch nicht. Naja, gähnen, das ist was anderes. Na ja, zugegeben, einige können es nicht lassen. Was könnte der Waschbär jetzt alles waschen? Und der Iltis könnte jagen. Aber nein, sie pennen. Im Stehen die Augen zumachen, ist doch gefährlich. Wenn jetzt ein Sturm kommt, fallen sie um. Was? Pennt auch? Ein schöner König der Tiere ist mir das. Na also meinetwegen, die Fledermäuse im Winter können ja mal ein Auge zumachen. Wenn es denn sein muss, auch mit dem Kopf nach unten. Typisch Katze, faul. Sollen doch Mäuse fangen. Und wenn die Flamingos schon aus Jux auf einem Bein stehen müssen, dann sollten sie wenigstens dabei wach bleiben. Ja, so stachlig schützt sich der Igel, wenn er schläft. Aber das hätte er gar nicht nötig, wenn er wach bliebe. Seltsam, dass die Hühner beim Schlafen nie von der Stange fallen. Aber vielleicht schlafen die gar nicht richtig. Also, die Delfine, das lese ich gerade hier, die schlafen nie. Ja, soll sein Leben verschlafen, wer will. Ich mach's wie die Delfine. Ich bleibe wach. Und damit fange ich jetzt gleich an, jetzt sofort. Ja. Bisschen langweilig, nicht? Das Wachbleiben. Ja. Man müsste vielleicht. Ja. Das Bett. Das kann auch weg. Das braucht ihr euch jetzt nicht mehr. Thank you.
schöne Garderobe, ne? Aber fehlt noch was. Noch einer, der wach ist. Einer, der was Besseres zu tun hat, als zu schlafen. Entschuldigen Sie meinen Aufzug. Aber bevor ich die Polizei rufe, will ich doch mal sehen, ob wir die Angelegenheit nicht unter uns klären können. Wieso Polizei? Wo brennst denn? Moment. Wieso Polizei? Wissen Sie eigentlich, wie man das nennt, was Sie hier veranstalten? Ruhestörenden Lärm. Denken Sie nicht daran, dass Ihre Mitmenschen schlafen wollen um diese Zeit? Gegen diese Unsitte kämpfe ich ja gerade an. Wissen Sie, dass Sie ein Drittel Ihres Lebens verschlafen? Das sind 25 Jahre. Die sind einfach weg. Was könnte man in der Zeit alles tun? Na, schön und gut. Aber irgendwann werden Sie müde. Und dann können Sie mit der gewonnenen Zeit sowieso nichts mehr anfangen. Irgendwann schlafen Sie ein. Ich nicht. Soll das heißen, wollen Sie damit sagen, Sie wollen gar nicht mehr schlafen? Genau. Ab heute wird nicht mehr geschlafen. Das ist ja sehr interessant. Darf ich Sie dabei beobachten? Hä? Sie müssen nämlich wissen, ich befasse mich wissenschaftlich mit dem Phänomen des Schlafes. Ich bin Schlafforscherin. Schlafforscherin? Da sind Sie bei mir aber ganz falsch. Da gibt's nichts mehr zu forschen. Ich schlafe nicht mehr. Na eben. Besuchen Sie mich doch einfach mal in meinem Institut. Zeit haben Sie jetzt genug. Und bitte, bleiben Sie ruhig wach. Aber seien Sie ruhig dabei. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Tag. Dr. Marlene Weineck, Institut für Schlafforschung. Schlafforschung. Also doch, Sie haben geschlafen. Ach, wo denken Sie hin? Ich bin nur ein bisschen eingenickt beim Nachdenken. Nicht? Heimlich schlafen, das haben wir gern. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gearbeitet. Wie finden Sie meine neue Außengarderobe? Hm? Aber das ist ja Ihr Bett. Das war mein Bett. Das wird Ihnen noch leid tun, Herr Lustig. Ich habe nämlich noch mal wegen gestern Abend nachgedacht. Und da ist mir Folgendes eingefallen. Man steigt morgens aus dem Bett, müde. Dann plagt man sich den ganzen Tag. Und was hat man davon? Ja, was hat man denn davon? Man macht sich noch müder. Und am Ende legt man sich wieder ins Bett und schläft ein, weil man so müde ist. Da frage ich mich, warum bleibe ich nicht gleich im Bett? Das ist erstens ungefährlicher, als draußen herumzulaufen. Zweitens ist es billiger. Und drittens ist es im Bett sowieso am schönsten. Und deswegen habe ich beschlossen, vorläufig nicht mehr aufzustehen. Das ist ja sowieso gesünder, als hier herumzusitzen wie eine Nachteule, die vor Müdigkeit die Augen nicht aufhalten kann. Naja, wenn Sie meinen, dann können Sie ja sicher mein Bettzeug gebrauchen. Ich brauche es ja jetzt nicht mehr. Also, ich verstehe Sie nicht, Herr Lustig. Naja, gute Nacht. Na? Ach, fassen Sie doch bitte mal in meine rechte Hosentasche. Da ist mein zweiter Hausschlüssel drin. Ich habe nämlich eine Bitte an Sie. In 14 Tagen habe ich Geburtstag. Wenn Sie mich dann kurz wecken, ich muss doch die Geschenke auspacken. Sie verstehen. Gute Nacht. Der will doch nicht etwa 14 Tage lang durchschlafen. War ja zuzutrauen, wäre es ihm ja. Aber es ist ja unmöglich. Sehe ich wirklich aus wie eine Nachteule? Naja. Das ist peinlich, nicht, dass ich gleich in der ersten Nacht eingeschlafen bin. Aber es war ja nur ein ganz kurzes Nickerchen, nicht? Ehrenwort. Man muss sich eben an das Wachsein erst gewöhnen. Aller Anfang ist schwer. Ich sollte vielleicht... Ja, das mache ich. Ich habe jetzt noch zu tun und ihr schaut euch inzwischen eine Geschichte an. Laura liegt in ihrem Bett und kann nicht einschlafen. Wie langweilig ist es im Bett, denkt sie. Und müde bin ich auch nicht. Ich kann nicht einschlafen, ruft sie. Der Vater legt die Zeitung beiseite und kommt ins Zimmer. Du musst aber schlafen, sagt er. Alle Kinder schlafen jetzt. Und dann macht er das Licht aus.
Aber Laura ist überhaupt nicht müde. Es ist viel zu hell im Zimmer, ruft sie. Richtig, der Mond scheint durchs Fenster. Der Vater zieht die Vorhänge zu. Jetzt ist es ganz finster. Ich fürchte mich, ruft Laura. Aber niemand antwortet. Da steht Laura ganz leise auf und schaut nach, was los ist. Nichts ist los. Der Vater ist eingeschlafen. Die Zeitung ist auf den Boden gerutscht und sein Kopf liegt auf der Sofalehne. Er schnarcht sogar ein bisschen. Dass die Erwachsenen so viel schlafen können, denkt Laura. Und sie stellt sich vor, wie alle Leute jetzt in ihren Betten liegen und schlafen. Der dicke Herr Sandrelli zum Beispiel, von der Eisdiele an der Ecke. Und die dünne Frau vom Rummelplatz, die tagsüber an der Kasse von der Geisterbahn sitzt. Und Lauras Freund Matthias, der nie ohne sein Krokodil ins Bett geht. Von mir aus können sie ruhig schlafen, denkt Laura. Und sie stellt sich vor, dass die ganze Welt ihr jetzt allein gehört. Ich kann endlich so viel Eis essen, wie ich will. Ich kann pausenlos mit der Geisterbahn fahren, denn niemand fragt mich nach der Eintrittskarte. Und ich darf sogar mit der Eisenbahn von Matthias spielen, denn keiner hat Angst, dass sie kaputt geht. Nur alleine mit der Eisenbahn spielen ist doof. Und es macht keinen Spaß, sich in der Geisterbahn zu fürchten, wenn keiner da ist, der sich auch fürchtet. Und das Eis von Herrn Sandrelli schmeckt auch nur, wenn man jemanden probieren lassen kann. Die Welt für sich alleine zu haben, ist richtig langweilig, denkt Laura. So langweilig, dass sie ganz müde wird. Sie holt ihr Schmusekissen aus dem Schlafzimmer und vorsichtig, um den Vater nicht zu wecken, legt sie sich zu ihm aufs Sofa und kuschelt sich an ihn. Tja, wie ihr seht, ich bin hellwach. Und das hier ist meine neueste Erfindung, die Bleib-Wach-Maschine. Ja. Es ist etwas für Anfänger. Wenn man sich erstmal an das Wachbleiben gewöhnt hat, braucht man den Apparat nicht mehr. Tja, und er funktioniert nun folgendermaßen. Man sitzt auf diesem Stuhl hier, der ist reichlich unbequem, also wird man erst gar nicht einschlafen. Wenn man nun aber doch im Sitzen einschläft, dann wird höchstwahrscheinlich der Hinterkopf nach hinten fallen, gegen dieses Schwämmchen hier. Und dann wird über einen sinnreichen Hebelmechanismus hier diese Feder bewegt. Die kitzelt mich an der Nase und gleichzeitig klingelt dieses Glöckchen. Davon werde ich sicher wach. Wenn aber nicht, dann fällt wenig später mein Kinn auf dieses Gummikissen hier. Naja, und das zieht an dieser roten Strippe dann und startet eine kleine eiserne Kugel. Ja, die fällt in diesen Trichter hier und läuft dann den Schlauch hinab, darüber auf diese Mausefalle. Ja, die Mausefalle wird dann zuklappen, zieht an dieser roten Schnur hier. Ja, und die nun setzt den Boxhandschuh hier in Bewegung. Weil der boxt mich in die Rippen und davon wäre ich ganz sicher wach. Vor allen Dingen, weil noch gleichzeitig dieser Hammer da unten das Gewicht weghaut. Und das Gewicht zieht am Feuerzeug, das Feuerzeug geht an und der Faden da wird verbrennen. Ja, und das hat furchtbare Folgen, denn dann wird mein Geschirr hier auf den Erdboden prasseln. Ja, das gibt natürlich einen Heidenlärm und davon werde ich auf jeden Fall aufwachen, nicht? Ja, wenn ich aber nun vielleicht doch noch weiter schlafen sollte, dann gibt es noch eine vierte Abteilung. Dann wird über dieses Mikrofon hier da oben, ach, das muss ich euch aber wirklich nicht erklären, denn so weit wird das nie kommen. Tja, eine tolle Erfindung. Hm? Aber ich glaube, ich sollte erst mal ein bisschen an die frische Luft. Ja, ich könnte doch mal zum Nachbarn sehen, was der wohl macht. Ob der wirklich die ganze Zeit lang schläft? Thank you.
langsam halt mein Schritt. Es geht niemand mit mir mit. Durch die menschenleeren Straßen. Von wegen Dauerschlaf, Herr Nachbar. Sie sind ja hellwach. Wo bin ich? Wer ist da? Warum weckt man mich? Mir machen Sie nichts vor, Herr Paschulke. Da müssen Sie schon früher aufstehen. Ah, der Herr Lustig. Sind die 14 Tage schon um? 14 Tage? Spielt Ihre Platte da auch schon 14 Tage lang? Also gut, Herr Lustig. Ich habe den ganzen Tag geschlafen, das müssen Sie mir glauben. Aber jetzt kann ich einfach nicht mehr weiterschlafen. Und dabei habe ich alles genau so gemacht, wie es in dem Buch hier beschrieben ist. Ich habe mir ein warmes Nest gebaut, habe die Höhle verdunkelt und habe mich mit Vorräten eingedeckt, damit ich, wenn ich wach werde, was zu fressen, was zu essen habe. Darf ich mal? Der Winterschlaf der Tiere. Was ein Siebenschläfer im Winter tut. Ja, glauben Sie im Ernst, dass Sie ein Siebenschläfer sind, Herr Nachbar? Das hier, das sind Siebenschläfer. Ungefähr so groß wie kleine Hamster. Mit einem sehr weichen Fell und unheimlich wuselig. Und bekannt dafür, dass sie sehr lange in einem Stück schlafen. Das aber nicht irgendwann, sondern immer im Winter. Sie halten Winterschlaf. Es scheint aber noch nicht so weit zu sein, denn der hier ist ja noch putzmunter. Naja, es ist ja auch noch nicht Winter. Und es gibt auch noch genug zu essen. Also absolut kein Grund, jetzt zu schlafen. Im Gegenteil, jetzt muss man fressen, was das Zeug hält. Fette Nüsse zum Beispiel. Man muss sich nämlich Reservefett anfressen. Winterschlafspeck sozusagen. Im Winter gibt's keine Nüsse mehr. Und kalt wird's auch werden. Na, da fressen wir doch lieber noch ein bisschen. Ja, hau rein. Wenn du erst schläfst, musst du von dem leben, was du jetzt frisst. Na, wird's schon kälter? Nö, schnell noch ein Abendbrot. Na, man könnte ja schon mal das Bett herrichten. Ja, und wer räumt auf? Hm? Sehr kuschelig da drin. Ja, hier kann man den Winter verschlafen. So, aber nun ins Bett. Es ist schon November. Tja, und dann kommt der Winter. Unsere Siebenschläfer würden jetzt glatt verhungern oder erfrieren. Wenn sie nicht schlafen würden. Also, ich sehe es ja ein. Siebenschläfer brauchen den Winterschlaf. Aber ich natürlich nicht. Ich hab's auch im Winter warm und hab was zu essen. Eigentlich muss ich überhaupt nicht schlafen. Was ist los? Wo bin ich denn? Ah, es hat funktioniert. Institut für Schlafforschung, ja, das muss doch hier irgendwo sein. Oh, ein Bett, ein richtiges Bett. Habe ich doch richtig gehört. Ja, ich dachte nur, das ist ein Bett. Kommen Sie doch ins Labor, Herr Lustig, ja. Aber bitte leise. Es ist also ein Schlaflabor. Aber und Sie müssen hier schlafen. Mhm. Guten Tag. Guten Abend. Richtig.
Wir haben freiwillige Testpersonen, die ein bisschen Geld dafür kriegen, dass sie zu uns zum Schlafen kommen. Was ist denn das für eine seltsame Brause? Und dieser Pferdeschwanz hier, was machen Sie da mit ihm? Das sind die Drähte, die zu den Apparaten laufen, mit denen wir den Schlaf aufzeichnen. Also Sie zeichnen den Schlaf auf? Ja, was gibt's denn da aufzuzeichnen? Ich meine, wenn man schläft, da passiert doch nichts. Da passiert eine ganze Menge. Unser Gehirn ist ständig in Bewegung, es arbeitet Tag und Nacht. Und wie das Gehirn von unserem Testschläfer da drin arbeitet, das wird auf diesem Papierstreifen aufgezeichnet. Wir zeichnen auch auf, wie sein Herz schlägt und wie er atmet. Und außerdem wird jede Bewegung, die er im Schlaf macht, von dieser Videokamera aufgezeichnet. Ach was. Hier stehen unsere Kontrollmonitore. Das ist der Testschläfer. Der schläft ja gar nicht. Hey, einschlafen, Junge. Ja. Und wer ist das? Das ist die kleine Christine. Die schläft nebenan in der zweiten Schlafkabine. Aber die schläft ganz fest. Richtig. Sie liegt im Tiefschlaf. An den Gehirnkurven hier am Bildschirm können Sie es ablesen. Das ist von einem anderen Schläfer. Hier haben wir den Schlaf einer ganzen Nacht aufgezeichnet. Auf diesem Papierstreifen können Sie sehen, wie sich die Augen im Schlaf bewegen. Hier bei dem heftigen Ausschlag haben sie sich sehr schnell bewegt. Das heißt, dass unser Schläfer träumt. Jeder Mensch träumt jede Nacht, auch wenn er sich am nächsten Morgen nicht daran erinnert. Ja, was hat er denn dann beispielsweise da geträumt? Was er träumt, können wir natürlich nicht sagen, aber dass er träumt, das können wir aus dieser Kurve ersehen. Ah ja. Ja, aber sagen Sie, warum träumt man eigentlich? Tja, weiß man nicht so genau. Manche Menschen setzen sich im Traum mit den Erlebnissen des Tages auseinander. Aber vielleicht ist das Träumen auch so eine Art Gymnastik für das Gehirn. Das Gehirn treibt Gymnastik und man liegt da wie tot. Das denken aber auch nur Sie. Wollen Sie mal sehen, wie lebendig die meisten Menschen im Schlaf sind? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Na, dann passen Sie mal auf. Jetzt zeige ich Ihnen die ganze Nacht im Zeitraffer. Das ist ja ein Ding. Das ist ja wie Bodenton. Jeder bewegt sich im Schlaf. Der eine mehr, der andere weniger. Der ganze Körper soll sich erholen. Und deshalb werden die verschiedenen Muskeln abwechselnd angespannt und wieder entspannt. Manche Menschen, auch viele Kinder, stehen sogar auf und wandeln durch die Gegend. Ja, die Schlafwandler. Richtig. Sie sehen also, Herr Lustig, wir tun nicht einfach nichts, wenn wir schlafen. Sondern der Schlaf ist ein sehr aktiver Vorgang, bei dem eine ganze Menge geschieht. Ja, das sag ich doch. Wenn man im Schlaf schon so aktiv ist, dann kann man doch gleich wach bleiben. Ne? Kaffee? Ja, gern. Sehen Sie, es gibt Kurzschläfer und Langschläfer. Jeder Mensch nimmt sich so viel Schlaf, wie er braucht. Der eine mehr, der andere weniger. Aber schlafen müssen wir alle. Ach, ist doch nur eine Gewohnheitssache. Ne? Wer wach bleibt, hat mehr vom Leben. Jawohl. Wie lange sind Sie denn schon wach? 2 Tage und 2 Nächte, fast. Und wie fühlen Sie sich? Och, hellwach. Das heißt, Sie haben nicht zufällig irgendwo noch ein Bett. Ich meine, ich könnte doch vielleicht für Sie auch Probe schlafen, nicht? Sie wollen doch nicht etwa aufgeben? Nein, wo denken Sie hin? Ich dachte nur, weil es doch für eine gute Sache ist, nicht? Und ich habe doch kein Bett mehr. Ach, ein Bett. Wenn ich mir das so vorstelle. Mit Kopfteil und Fußteil. Und schön breit und stabil und kuschelig warm. Ja, es durfte auch sowas sein. Schön alt und verziert. Ein Himmelbett. Was für ein schönes Möbel. Ich würde auch das nehmen. Natürlich nicht zum Schlafen, nein, nur so. Zum Ausprobieren. Nee, das nicht. Da würde ich seekrank, obwohl, das wäre mir jetzt auch schon egal. Tja,
was es für Betten gibt. Und ich habe kein einziges. Das hier, das wäre auch nicht schlecht. Könnte ich womöglich in den Bauwagen reinkriegen. Mit Nachttopf. Jetzt ist genug. 27.831. 27.832. 27.833. 27.834. 27.835. 27.836. 27.837. Wer wagt es, mich in meinem Winterschlaf zu stören? Aber Herr Lustig, ich muss schon sehr bitten. Bleiben Sie ruhig. Es ist nur, weil ich wollte mal fragen, ob ich vielleicht in Ihr Bett mit hinein, weil ich bin ja so hundemüde. Und mein Bett ist doch... Meinetwegen. Aber nur unter einer Bedingung. Ja? Dass Sie eine Partie Mensch ärgere dich nicht mit mir spielen. Das kriegen wir schon. Da kommen Sie jetzt endlich zu Ihrer Revanche. Hoffentlich mag der Würfel Sie diesmal. Ja, sinnlos, oder nicht? Schlaf ist doch was Schönes. Ihr seid ja immer noch da. Seid ihr noch nicht müde? Aber ich muss jetzt schlafen, also ihr wisst schon. Abschalten.